Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer kleinen schon mal wieder Aktfolge. Heute zeige ich euch die Xbox Series X in Arc. Das Ganze ist nicht nur von außen ein Gebäude, sondern auch komplett begehbar mit ein paar kleinen Features. Die werdet ihr auch gleich nochmal sehen. Wir haben hier, wie gesagt, vorne das CD-Laufwerk. Dann haben wir hier oben dieses grüne Leuchten. Das werde ich euch gleich nochmal im Dunkeln zeigen, dass das echt gut aussieht, muss ich sogar zugeben. Dann haben wir der Rückseite natürlich auch versucht, einigermaßen originalgetreu zu bleiben. Wir haben hier so kleine Features eingebaut, dass ihr seht, dass aus den Lüftern sogar ein bisschen Rauch rauskommt. Und ich werde euch das Ganze mal von innen zeigen. Vorweg, das Ganze ist auf der PS4 aufgenommen. Ja, ein bisschen skurril, eine Xbox auf der PS4 zu bauen. Und es ist ohne Mods natürlich dementsprechend. Also alles, was ihr seht, ist regulär so umgesetzt. Wir haben hier vorne eine Druckplatte, damit das die Tür aufgeht und auch dementsprechend oben die Xbox-Leuchte angeht, dass jemand weiß, wir sind zu Hause, die Xbox ist an. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Wir haben hier einen kleinen Vorraum mit dem Arc-Logo und der Crystal Isles Map. Und wir gehen mal zum ersten Raum. Der erste Raum ist so der, ich sag jetzt mal, allgemeine Raum. Hier haben wir ein Chemielabor, wir haben die Kryokammern, wir haben hier so alles, was man so braucht. Wir haben hier ein paar Tech-Storage-Boxen, hier oben auch. Wenn man halt ja, sein Bettbereich mit Kiste und dem ganzen Kram, dass man halt so ein bisschen, was ihr jetzt wisst, ja, respawnen kann und so. Dann haben wir hier hinten den Stromgenerator für das ganze Gebäude und halt auch die erste Schmelze, die ihr benötigt, um auch Materialien einzuschmelzen. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die gegenüberliegende Seite. Da ist nämlich auch nochmal ein kleiner Raum, nämlich hier. Und hier habt ihr eine zweite Schmelze, einen Kühlschrank. Und da oben noch eine dritte Schmelze. Also wir können ein bisschen was einschmelzen hier in diesem ganzen Gebäude, um ja, wie gesagt, das Metall zu bekommen oder euch halt im Kühlschrank Sachen zu lagern. Dann habt ihr natürlich auf der anderen Seite den Stromgenerator, den ihr halt dann hier an- und aus machen könnt. Und wir haben hier einen Aufzug verbaut, mit dem ihr dann in die erste Etage fahren könnt. In der ersten Etage angekommen haben wir hier eine Ecke, wo Klimaanlagen drunter sind in dem Bereich. Hier könnt ihr kleine Dinos brüten. Wie zum Beispiel Parasauren, Rexe müssten natürlich auch gehen, aber Wyvern werden nicht funktionieren. Dann haben wir hier eine Ecke mit Kleiderschränken, so ein bisschen so die Umziehecke, auch mit ein paar Bänken zum Hinstellen. In der Mitte unser Brunnen, dass ihr auch was trinken könnt. Und hier halt unsere Ecke mit dem Kocher, dass ihr auch das Kibbel herstellen könnt. Dann geht es noch eine Etage höher, denn man kann nämlich hier hochgehen. Und da kommen wir zu unserem Mini-Gewächshaus. Hier oben habt ihr durch, dass hier oben Glasdächer sind, ihr habt hier drin einen Treibhauseffekt und ihr könnt hier oben ganz normal eure Beete bewässern. Also eigentlich habt ihr in dieser kompletten Xbox so gut wie alles, was ihr braucht. Klar, Dinos kann man hier nicht unterbringen, aber wer macht es auch im Gebäude, das kommt ja eh nebendran. Und sonst würde ich sagen, kann man ist eigentlich alles hier drin vertreten, was man braucht, um in einer Xbox wohnen zu können. Jetzt werde ich euch das Ganze nochmal per Nacht von außen zeigen, weil besonders der Effekt vom Leuchten oben finde ich sehr, sehr schön. So, da sind wir auch schon das Ganze über Nacht. Und ihr seht hier oben, man hat hier wirklich diesen schönen grün leuchtenden Effekt. Von oben ist es komplett einfach nur ein Viereck. Und von der Seite wirkt es halt auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal so, leicht abgerundeter, wie halt auch versucht in der originalen Xbox ungefähr nachzumachen. Das Ganze ist hier halt mit mehreren Geländern gebaut und die grünen leuchten halt dort drunter. Und ja. Ich würde sagen, Leute, das war es auf jeden Fall an der Stelle gewesen von der Xbox Series X, die auf der PS4 steht. Wenn ihr weitere solche Bauwerke sehen wollt und schon mal bei der Arc, schreibt es ruhig in die Kommentare. An der Switch bin ich jetzt gerade dran. Andere Sachen sind aber auch möglich. Wie gesagt, Leute, schreibt aber alles in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, sonst sagt mal, wie findet ihr sie umgesetzt? Ich finde sie echt geil. Ich glaube, ich werde sie auch hier stehen lassen, werde sie als Base ein bisschen mitbenutzen. Und ja, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.